Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Endlich mit Lorenzos Deck Profile. Ich meine, Combo-Video. Zusammen sind Fusionist Deck. Soll ich jetzt einfach mal am besten runterspielen? Also, oder Einleitung, also wie du es machen würdest? Dennis kann mir vielleicht kurz helfen. Ja, also gib mir einfach mal den Start aus dem Deck. Was du hier machst, damit sie tun die Zombie. Hier ist die Level Leader ab. Hier zu machen, dann legst du den Rückgerät, dann machst du Level 5, dann aktivierst du Level Liter, so die Level 4, Zirkus die beiden, Zirkus die beiden verwechselt, dann legst du die Runde von der Stärkstein, dann machst du es jetzt wieder 6. Also jetzt ist natürlich der Part, wo es nicht mehr wirklich eine Combo ist. Die Intro bleibt hier immer gleich, aber das Problem ist ja immer, dass du mit Librarian Formula und so weiter was anderes nachziehst. Also du hättest jetzt zum Beispiel auch ein Level 4 Monster haben können, dann könntest du auf Fairy Dragon gehen. Aber jetzt mit dem Dreier gehst du auf Charge. Dann ziehst du 2 mit Charge. Dann von hier aus kannst du diesen Charge ekeln. Level 5, Squad for One, den Street Cover ab, das beschissene Bulb aus dem Deck, dann musst du hier nochmal auf die Formula, dann musst du hier bei Fairy Dragon, dann musst du hier noch mit dem Bulb. Ab dem Punkt hast du eh schon gewonnen, also jetzt kannst du dann noch ganz entspannt runterspielen, du nimmst die Handkarte, bevor du normalerweise, also es ist jetzt der Ita ist vom Omega, machst den 7, aber du verlässt jetzt noch wieder das Feld. Du bist jetzt hier nach Norden. Irgendein Level 3 Tuner. Zwei Omega. Fairy Dragon Effect, Special Gear Fusionist, Omega. Und hier mit, ziehst erstmal eine und bist du mit Fusionist. Fusion, Level Strategie. Hier ist von vorher aus dem Great Recover. Ich habe keinen Fehler gemacht, du sollst ihn davor itern, bevor du ihn banished, iterst du ihn und machst ihn auf 7. Damit du dir dann auf die vierte Handkarte.
Champion. Laden. Der holt irgendeinen Level 1 Tuner jetzt. Baxia kommt. Baxia mischt den Fischen als Extra Deck zurück. Machst du einen Effekt von Baxia. Finish him! Hast den Baxia, damit er 7 ist. Fatality. Bei der Hand könntest du jetzt noch deaktivieren, auf Desynchro gehen und es dir dann mit Baxia so hinrichten, dass du ihm in seinem Zug noch die 6. Handkarte nehmen kannst mit Trichula. Also das war jetzt eine sehr gute Hand. Und du, wie man auch sieht, du hast noch viel übrig, womit du hättest weitermachen können. Also die ganzen Handkarten brauchst du alle nicht am Ende. Deswegen kannst du auch ruhig Offering jetzt aktivieren, um eben ihm die 6. Handkarte zu nehmen, damit er gar keine Option mehr hat. Das war jetzt einmal runtergespielt, also ich denke nicht, dass ich das jetzt immer runterspielen muss. Ich kann euch nur noch ein paar 2-Karten-Kombos erklären, also was so gute Starts sind. Weil das immer das Wichtigste ist, dass du reinkommst. Ab dem Moment, wo du Librarian und, hast und ziehen kannst, musst du einfach schauen, wie du die Kombo runterspielst. Das erfordert ziemlich viel Übung. Einfach mal das Deck ein bisschen testen, aber so. 2-Karten-Kombos, zum Beispiel sowas. Das eröffnet dir immer viel Plays. Du suchst dir den 1er-Tuner. Aber das wäre jetzt so die 2 Karten, was du damit machen kannst. Dann machst du Instant Fusion auf Norden und bringst den wieder und gehst dann auf Axel. Kannst du mal wieder eine ziehen. Hier den Blitzung von den Grave legen und das hängt halt dann ab, was du hast. Du kannst Combo Bist du haben, du kannst Level Eater haben, also Brilliant Fusion, alles mögliche, was die Combo extenden würde. Aber das ist zum Beispiel auch ein Startplay, der gut ist. Vor allem als Zweiter ist es wichtig. So, das ist so einer der besten Starts, die du hast als Zweiter. Teleport Fusion ist zum Beispiel, dass du einfach, du gehst auf Tatsunoko, suchst den Instant Fusion, aktivierst sie, holst wieder den Fusionist, gehst auf Trishula, um irgendwas rauszulocken und kannst dir eine Refusion adden, um weiterzumachen. Dann was noch? 2-Karten-Kombos. Natürlich sowas immer. Also das ist jetzt, selbst wenn du absolut gebrickt hast, ist das, sind das 2 Omegas. Also man kann immer irgendwas machen. Das einzige, wie du wirklich bricken kannst, ist, wenn du überhaupt keine Tuner ziehst. Dann natürlich sowas. Sowas ist immer gut. Einfach nur als Startplay, dass du direkt Ogre oder den 1er-Tuner holst, dass du die Instant Fusion kriegst oder die Brilliant. Es hängt halt alles ab von der, aber das sind so 2 Kartenkombinationen, die man gut runterspielen kann. Was halt wichtig ist, ist Offering. Zum Beispiel oft, wenn du 2 Handkarten hast, dein Start besteht ja meistens aus 2 Karten, es sind immer diese 2 Karten. Wenn du das als Setup hast, dass du sie aktivierst und dir schon mal Soul Charge für später suchst, dass du, falls du wirklich die ganze Zeit schlecht nachziehst mit Librarian, kannst du immer noch Soul Charge machen und alles retten. Also das war, würde ich jetzt mal sagen, war's jetzt erstmal. Also wir werden wahrscheinlich mit das Deck auch noch öfter featuren, weil ich es jetzt auch weiter spielen werde. Und neuer Bild wird kommen und dann können wir auch immer wieder in dem Deck, falls auch mal wieder eine Combo oder so einbauen. Also. Oida, was geht ab Leute, Team Bubble hier. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei, wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.